Herzlich willkommen in meinem Wahlkreis Waldshut-Rheinfelden. Peter, wir waren heute hier in Rheinfelden bei einem der größten Betriebe hier im Wahlkreis, bei Evonik, einem Betrieb der chemischen Industrie. Was ist aus deiner Sicht das Wichtige, damit dieser Betrieb und vor allem die Arbeitsplätze in dieser Region sicher sind und damit wir hier in eine gute Zukunft gehen? Also was wir hier am Standort festgestellt haben, ist, dass hier Ausbildung stattfindet. Und Ausbildung ist das A und O. Was hinzukommt, ist, sie schaffen hier sichere Arbeitsplätze in einer Region, die relativ weit von den Zentren entfernt ist. Wir sind hier am Hochrhein. Und das Dritte, was hier stattfindet, ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist das große Thema hier am Standort. Hier wird zukünftige Industrie geschaffen. Und das kann man hier schön sehen. Wir haben hier die Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie. Und wir stehen hier auch am Hochrhein in einer Region, die auch tatsächlich zu einem Wasserstoff-Valley weiterentwickelt werden könnte. Und das ist die Vision, die Evonik verfolgt. Das ist die Vision, die die Akteure hier am Hochrhein haben. Und gemeinsam können wir es schaffen, hier die sozial-ökologische Transformation der Industrie tatsächlich zu bewerkstelligen. Mit sicheren Arbeitsplätzen, mit einer guten Ausbildung und mit einer Wirtschaft, die tatsächlich auf dem Pfad der Nachhaltigkeit wandelt. Ich möchte Türen öffnen in meinem Wahlkreis für neue Ideen und ich möchte Türen öffnen in Stuttgart für meinen Wahlkreis. Denn wir alle kennen es, vor Ort lassen sich Dinge nur in gewissem Rahmen ändern. Ich möchte aber an die Rahmenbedingungen ran. In der Bildung, bei der Arbeit, für mehr Nachhaltigkeit. Verschaffen wir dem Hochrhein gemeinsam die Aufmerksamkeit, die er braucht und die er verdient. Wir stehen hier am Hochrhein, an der Deutsch-Schweizer Grenze. Und gerade hier ist es wichtig, dass wir für gute Lebensverhältnisse in ganz Baden-Württemberg und eben auch hier in dieser Region im Wahlkreis Waldshut hier in Rheinfelden sorgen. Und deswegen möchte ich euch empfehlen, bei der Landtagswahl am 14. März den Kandidaten der SPD, Peter Schallmeier, zu wählen. Wir wollen gemeinsam in Stuttgart dafür sorgen, dass wir im ganzen Land gute Bildungschancen haben. Vor allem aber auch sichere Arbeitsplätze, genauso wie hier in Rheinfelden. Und deswegen wollen wir gemeinsam dieses Land gestalten. Wählt am 14.03. Peter Schallmeier für die SPD in den Landtag.